Das sind Congress News. In diesen Nachrichten sprechen wir über: globale Einführung der Architektur der Königreichgemeinschaft geht weiter. GIU veröffentlicht neue Ausgaben, neue Ressourcen für Project Heritage verfügbar. Der Prozess der Umsetzung der Architektur der Königreichgemeinden geht in die Gemeinschaften des Königreichs im gesamten Kongress weiter. In einer Videobotschaft, die diese Woche an die Königreichgemeinschaften im gesamten Kongress WBN gerichtet wurde, erinnert Dr. Woodruff die Leiter und Heiligen an die Bedeutung des Prozesses für das sich entfaltende Ziel des Herrn auf der Erde. Die Oversight Coordinators und Development Facilitators arbeiten eifrig mit den Seniorältesten und ihren Gemeinden zusammen, um den Prozess zu steuern. In zwei neuen Berichten der globalen Nachrichteneinheit hat die Global Intelligence Unit, GIU, im Amt des Präsidenten des Kongress WBN auf die Verschärfung des Konflikts in Äthiopien und die Nachwirkungen der US-Präsidentschaftswahlen hingewiesen. Am Mittwoch, 4. November 2020, startete die äthiopische Regierung militärische Operationen gegen die Tigray People's Liberation Front, eine politische Partei aus der Region Tigray im Norden Äthiopiens. Das neue Nachrichtenblatt der GIU liefert den Hintergrund und die Auswirkungen dieser eskalierenden Krise. Es ermutigt auch die Heiligen, über diese Situation und für die Sicherheit unserer Gemeinschaften im Königreich und der Heiligen in der Region Tigray und am Horn von Afrika zu beten. Das zweite Nachrichtenblatt der GIU befasst sich mit den Nachwirkungen der US-Präsidentschaftswahlen von 2020. Es identifiziert die bestimmenden geistlichen Faktoren hinter der immer noch umstrittenen politischen Situation in den USA. Das Nachrichtenblatt erläutert, wie die Umstände der Wahlen in den USA im Jahr 2020 die wichtigsten weltpolitischen Ereignisse im Jahr 2021 und darüber hinaus prägen werden. Besuchen Sie cwbn.news, um mehr zu erfahren und die neuen Nachrichten von der GIU abzurufen. Heilige und Leiter im Kongress werden ermutigt, wachsam zu bleiben und sich der sich entfaltenden Absicht Gottes inmitten der turbulenten Ereignisse auf der Erde bewusst zu sein. Die Webseite projectheritage.org wurde mit neuen Ressourcen wie Arbeitsbücher, Geschichten und Aufgabenblätter für Kinder aller Altersgruppen ausgestattet. Um mehr zu erfahren oder Ressourcen für deine Familie oder Gemeinde herunterzuladen, besuche die Webseite von Project Heritage unter www.projectheritage.org. Für die globale Aktivierung der Architektur der Königreichgemeinden, für Gottes Führung der Prozesse und die freudige Leitung und exakte Umsetzung in allen Gemeinschaften des Königreichs im Kongress WBN. Das Zitat der Woche: Die Zukunft wartet auf uns und die mächtige Gnade, die von Gott kommt, wird uns den Weg weisen und uns mit Ressourcen ausstatten. Dr. Noel Woodruff. Das waren Congress News. Für mehr Congress News besuche Congress News unter www.cwbn.news oder lade dir die Congress News App herunter oder schalte Canopy Radio oder TV ein.